Zu Wort ist nun niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. Wünscht der Herr Berichterstatter das Schlusswort? Das ist nicht der Fall. Ich frage nun die Fraktionen, ob ich gleich mit dem Abstimmungsvorgang weitergehen kann. Gut, mir wird Zustimmung signalisiert, dann werde ich auch so vorgehen. Wir gelangen nun zur Abstimmung. Es liegt ein Rückverweisungsantrag des Abgeordneten Kai-Jan Greiner vor. Ich lasse daher sogleich darüber abstimmen, den Gesetzentwurf in 1439 der Beilagen nochmals an den Finanzausschuss zu verweisen und ersuche jene Damen und Herren, die dem die Zustimmung geben, um ein entsprechendes Zeichen. Das ist die Minderheit abgelehnt. Damit gelangen wir zur Abstimmung über den Gesetzentwurf in 1439 der Beilagen. Hierzu haben die Abgeordneten Kopf, Jakob, Schwarz, Kolleginnen und Kollegen einen Abänderungsantrag eingebracht. Weiters liegen Verlangen auf getrennte Abstimmung des Abgeordneten Kai-Jan Greiner sowie der Abgeordneten Diplom-Ingenieur Doppelbauer vor. Ich werde daher zunächst über die vom erwähnten Abänderungsantrag bzw. den Verlangen auf getrennte Abstimmung betroffenen Teile der Systematik des Gesetzentwurfs folgen und schließlich über die restlichen noch nicht abgestimmten Teile des Gesetzentwurfs abstimmen lassen. Wir gelangen zur getrennten Abstimmung über Artikel 1, Paragraph 124b, Ziffer 395, Lit C und D in der Fassung des Ausschussberichts. Wer stimmt dem zu? Das ist mit Mehrheit angenommen. Abstimmung weiter zur getrennten über den Artikel 2 in der Fassung des Ausschussberichtes. Wer stimmt dem zu? Das ist einstimmig so angenommen. Wir gelangen zur getrennten Abstimmung über Artikel 3 in der Fassung des Ausschussberichtes. Wer gibt dem die Zustimmung? Den bitte ich um ein Zeichen. Das ist mit Mehrheit angenommen. Die Abgeordneten Kopf, Jakob, Schwarz, Kolleginnen und Kollegen haben einen Abänderungsantrag betreffend Artikel 4 eingebracht. Wer spricht sich dafür aus? Das ist mit Mehrheit angenommen. Schließlich kommen wir zur Abstimmung über die restlichen noch nicht abgestimmten Teile des Gesetzentwurfs samt Titel und Eingang in der Fassung des Ausschussberichts. Wer spricht sich dafür aus? Den bitte ich um ein Zeichen. Das ist mit Mehrheit angenommen. Wir kommen sogleich zur dritten Lesung. Wer dem Gesetzentwurf in dritter Lesung die Zustimmung gibt, den ersuche ich um ein Zeichen. Der Gesetzentwurf ist in dritter Lesung mit Mehrheit angenommen. Wir kommen zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Jörg Leichtfried, Kolleginnen und Kollegen, betreffend Umsatzsteuer auf Lebensmittel aussetzen. Wer spricht sich für diesen Entschließungsantrag aus? Den bitte ich um ein Zeichen. Das ist die Minderheit. Abgelehnt. Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Peter Schmidt-Lechner, Kolleginnen und Kollegen, betreffend Kostenlawine stoppen, Entlastung für Österreich. Wer ist für diesen Entschließungsantrag? Das ist die Minderheit. Abgelehnt.